Okay, wir sehen dann mal, was ihr so drauf habt. Erwarte nicht, dass du mich zweimal hintereinander schlagen wirst. Na hallo, mein lieber Ball. Schnell aus dem Weg, Schmetterlinge, bevor der Ball kommt und euch trifft. Nein. Okay, mal sehen, was die anderen so können. Nein! Definitiv nein. Nein! Keine Chance. Nein. Nö. Und nein. Das lief jetzt überhaupt nicht so wie gedacht. Nein, nicht im geringsten. Das Spiel macht viel mehr Spaß, als ich vermutet hatte. Es macht genauso viel Spaß, wie ich vermutet habe. Eine ganze Menge Spaß. Ich trage hier mein Wasser, mein Wasser, mein Wasser. Ich trage hier mein Wasser auf einer Schulterstange. Snake, pass auf! Fantastisch. Seid mal lieber vorsichtig mit den Bällen, nicht, dass ihr sie noch verliert. Hey, Snails, schwenkst du bitte mal einen der Eimer in diese Richtung? Hm, sicher. Und was soll ich jetzt damit machen? Fangen! Noch irgendwas? Wow, Snails, du bist ein Eimerball-Naturtalent. Und das ist richtig gut. Uns gehen hier die Einhörner aus. Hättest du vielleicht auch Lust auf ein Turnier gegen das Appaloosa-Team? Ich werde mal drüber nachdenken. Nachdem ich das Wasser ausgeliefert habe, habe ich eigentlich nichts weiter zu tun. Nun, Snails, mit dir in unserem Team ist Ponyville noch einen Schritt näher daran, dem Team von Appaloosa eins draufzugeben. Ja, und nach heute wissen wir ganz sicher, wer noch in unserem Team mitspielt. Was meinst du damit? Ich dachte, du und Dash bildet das Team. Ja, wenn ihr nicht gegen Appaloosa gewinnt, wer denn dann? Na, ihr zwei natürlich. Ist doch offensichtlich. Ihr wollt uns im Team gegen Appaloosa aufstellen und nicht euch? Mhm. Das nenne ich wunderglaublich. Na, wunderbar und unglaublich. Ach, komm schon. Ich kann's nicht erklären, aber ihr wart vorhin wirklich gut im Spiel. Und das bedeutet einen Sieg gegen Appaloosa. Da gebe ich euch schneller einen Platz im Team, als Granny Smith einen Apfel entkernen kann. Ich auch. Normalerweise freue ich mich ja, dass Ponyville hofft, dass ich gewinne und dann die Konkurrenz ausschalte. Aber ihr zwei seid um Längen besser als ich. Oh, das tut mir leid. Ich hatte einfach nur Spaß. Und du sollst so viel Spaß haben, wie du willst, solange Brayburns Team die Ohren kräftig langgezogen werden. Ich habe ungeheuer gern Spaß. Naja, ganz ehrlich gesagt, hat mir das Spiel erst Angst gemacht. Aber als ich den Dreh raus hatte, hat's mir Spaß gemacht. Na dann können wir die Party steigen lassen. In Ordnung. Aber wenn wir Appaloosa echt schlagen möchten, müssen wir ab jetzt wirklich ernst machen. Ernst machen? Wie meinst du das jetzt? Genau. Mit ernsthaftem Training. Wow, das wirkt aber ziemlich heftig. Naja, klar. Ihr zwei repräsentiert beim Spiel schließlich Ponyville und was noch viel wichtiger ist, uns. Deshalb werdet ihr vor der Abreise nach Appaloosa morgen mindestens so hart trainieren, wie wir es getan hätten. Also dann legen wir mal los. Seht mal darüber, Snails hat schon angefangen. Okay, ihr wollt ja gewinnen. Dazu musst du diesen Parcours bewältigen. Ich muss? Es geht immer um Ballkontrolle. Bereit? Schon! Mach schneller! Willst du, dass Ponyville verliert, weil du nicht einen Zahn zulegst? Mach schon! Oh.
Ordnung. Worauf es bei diesem Spiel wirklich ankommt, ist, den Ball aus jeder Entfernung mit Schwung im Eimer zu versenken. Ja, wenn du das so sagst. Hey, hey, hey.